Ja, da sprichst du die sogenannte Darm-Hirn-Achse an. Da könnte man allein tagelang drüber reden. Ich will jetzt nur die allerwichtigsten Fakten nennen. Wir wissen, es gibt Nervenimpulse vom Gehirn zum Darm. Also jeder, der bei einer Prüfung mal Durchfall hatte, der weiß davon zu reden, dass das funktioniert in diese Richtung. Aber wir haben auch Impulse vom Darm zum Gehirn. Und Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass wir 10-mal so viel Impulse vom Darm zum Gehirn senden, als vom Gehirn zum Darm. Also diese Geschichte vom Bauchhirn ist keineswegs eine mehr, sondern wird heute wissenschaftlich immer mehr bestätigt. Also wir hören mehr auf unser Bauchhirn, als wir uns das so vorstellen könnten. Ja? Und daher können natürlich auch psychische Erkrankungen oder andere Störungen darüber beeinflusst werden, wenn es dem Darm gesund geht, wenn wir keine Blähungen haben und alle Nährstoffe aufgenommen werden und der Kreis, der gesamte Stoffwechsel nicht mit Abfallprodukten aus dem Fett- und Eiweißstoffwechsel wie Indolen, Skatolen, Kadaverinen, steckt das Wort Kadaver drin, das sind alles Fäulnisstoffe. Wenn damit Leber und der Organismus nicht belastet werden, dann geht es dem ganzen Menschen viel, viel besser. Das kann man ganz klar sagen. Ja, echt, das ist wahnsinnig spannend, wie das alles zusammenhängt. Und es lohnt sich immer, erstmal den Darm anzuschauen. Ja, dann lass uns nochmal zum Thema Fetten kommen. Das ist ja so eins deiner absoluten Lieblingsthemen. Also, was sind denn deine besten Empfehlungen zu Omega-3-Fetten? Vielleicht kannst du auch kurz was erzählen, wieso es auch wichtig ist, die auch, wenn man an den Darm denkt, einzunehmen. Also, das heißt ja, Leinsamen und Chiasamen, die reichen nicht. Aber gleichzeitig haben heutzutage viele Menschen auch Angst, also vor den Schwermetallen in Seefisch. Also, was würdest du da empfehlen? Erstmal, warum sind Omega-3-Fettsäuren gerade auch für den Darm und insbesondere für den Reizdarm wichtig? Forscher haben vor einigen Jahren festgestellt, dass wenn wir gut mit Omega-3 versorgt sind, dass wir dann auch eine größere Darmbakteriendiversität haben. Also enge Zusammenhänge, mehr Omega-3-Fettsäuren und wir haben viel mehr verschiedene Darmbakterien. Und wir wissen ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Baustein. Das Zweite, wenn wir jetzt wirklich den Reizdarm haben, oder eine Reizdarmsymptomatik, also wirklich psychische Impulse, ein gestörtes vegetatives Nervensystem, auch die Darmfunktion stört, dann wissen wir natürlich, wir müssen in die Entspannung kommen. Der Parasympathikus muss gestärkt werden durch Entspannungsübungen, durch Melissenbäder, durch was weiß ich. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da eben auch die Omega-3-Fettsäuren. Wir wissen, dass die Omega-3-Fettsäuren enorm wichtig sind für das Gleichgewicht zwischen Sympathikus, also Anregung des Nervensystems, und Parasympathikus, also Regeneration und Entspannung. Also ich sage immer, die Omega-3-Fettsäuren, das ist fast wie ein Beta-Blocker, ohne mit den Nebenwirkungen der Beta-Blocker behaftet zu sein. Also wir werden ruhiger, ausgeglichener, das Herz schlägt ruhiger, alles funktioniert ja etwas mehr auf der entspannten Seite. Und wir sind eben heute viel schlechter damit versorgt, als das noch vor einiger Zeit der Fall gewesen war. Ich kann das gerne mal an der Grafik zeigen. Ja, gerne. Habt ihr was vorbereitet? So, da kann ich es mal zeigen. Also Paläontologen haben festgestellt, dass unsere Steinzeitvorfahren noch ein Verhältnis von 1 zu 1 hatten bei Omega-6 und Omega-3. Das sehen wir also hier sehr deutlich. Die haben in der Regel eigentlich mehr Fisch als Fleisch gegessen. Der Name Jäger und Sammler müsste eigentlich ersetzt werden durch Fischer und Sammler. Und die haben viele Pflanzen gegessen und auch das Fleisch war damals viel Omega-3 reicher, als das heute von den Masttieren ist. Gut, die Eskimos, heute modern natürlich Inuit genannt, die haben natürlich noch bessere Omega-6 zu 3-Verhältnisse. Und die Mittelmeerkost, ja, aber auch die Ernährung bei uns in Mitteleuropa vor 200, 300 Jahren, da hat man etwa Quotienten von 2 bis 3 zu 1. Wenn ich mal an die Ernährung denke vor 200 Jahren, da hatten wir höchstens einmal in der Woche Fleisch. Der berühmte Sonntagsbraten, das war sehr, sehr teuer gewesen. Und wir hatten dreimal in der Woche Fisch. Das waren arme Leute essen. Und an Pflanzenölen gab es Leinöl, Hanföl, Rapsöl, das waren alles Omega-3-Öle, Sojaöl, Maiskeimöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, diese Omega-6-Öle, die gab es praktisch gar nicht. Und in den letzten 100 Jahren haben wir unsere Ernährung diesbezüglich enorm verschlechtert. Wir sehen es hier unten. Da haben wir im normalen Essen, also eigentlich kann man es gar nicht Essen nennen, das muss man wirklich Industriefraß nennen, man kann es nicht anders bezeichnen, fast keine Omega-3-Fettsäuren mehr drin.
Und wir essen heute viel mehr Fleisch und auch noch aus einer schlechten Masttierhaltung, weil so noch viel mehr Omega-6 drin ist als früher und noch weniger Omega-3 als früher. Also das ist wirklich der ganz große Nachteil. Ja. Ich mache auch hier gerne Analysen. Hier haben wir mal so ein Beispiel für eine Analyse. Und da sehen wir haben ein Omega-6-zu-3-Verhältnis von 19. Das ist richtig schlecht. Das Normale ist so etwa 10. Also wenn jemand 3 bis 4 Mal in der Woche Fleisch isst, einmal in der Woche Fisch, hat er einen Quotienten von 10. Der ist auch nicht gut, aber geht noch. In der Vorbeugung sollten wir eher 5 haben. Und wenn bereits Störungen da sind, wie Rheuma, Asthma, Neurodermitis oder auch ein gestörtes vegetatives Nervensystem, dann möchte ich gerne Werte von 2,5 haben. Und als letzte Folie jetzt aus diesem Omega-Bereich nochmal das, was du eben angesprochen hast, das Leinöl. Also wir sehen hier links oben die Alphenylolensäure. Das ist die Fettsäure aus dem Leinöl. Und das ist keine schlechte Fettsäure. Die empfehle ich durchaus auch. Nur, es wird eben nur zu maximal 10% in die entzündungshemmende EPA umgewandelt und in die DHA, die für die Kognition, das zentrale Nervensystem wichtig ist, wird die ALA aus Leinöl leider gar nicht umgewandelt. Das funktioniert nicht, auch wenn das immer wieder in vegetarischen und veganen Kreisen behauptet wird. Ich habe mittlerweile etwa 1000 Fettsäureanalysen gemacht, darunter auch eine ganze Menge von Vegetariern und Veganern. Und selbst wenn die 2 Esslöffel Leinöl am Tag essen und hier richtig hohe Alpha-Linolensäure-Werte haben, EPA aus Fischen ist bei denen trotzdem gravierend im Keller. Die können weiterhin ihre vegetarische und vegane Ernährung aufrechterhalten. Aber wenn sie bei EPA und DHA fürs Nervensystem und gegen Entzündungen gut versorgt sein wollen, dann müssen sie eben auf das Algenöl zurückgreifen. Das wäre da ganz, ganz wichtig. Okay, das heißt also genau, die Fettsäuren sind durchaus wichtig, die auch in den pflanzlichen Omega-3-Ölen drin sind, aber um diese tierischen, das DHA und das EPA zu bekommen, da reicht es einfach nicht. Aber genau, da gibt es ja dann auch noch die veganen Möglichkeiten, wer Veganer ist. Die tierischen DHA und EPA sind nicht prinzipiell tierisch, sondern sind maritim. Das heißt, die kommen nur im Meer vor. Also Muscheln, Krustentiere, Fische und Algen, also die haben alle Omega-3 in Form von EPA und DHA. Und an Land gibt es eben nur die Alpha-Linolensäure. Ja, das kann man sich ja gut merken so. Genau, und da, wie gesagt, gibt es auch, kann man entweder dann das Fischöl nehmen und wie ist das so mit Schwermetallbelastung? Also kannst du da irgendwie auch mal so die Angst nehmen? Also das ist ein Grund dafür, warum man heute Fisch, der eigentlich von den Fettsäuren her sehr gut wäre, wir täten gegen Entzündung alle gut daran, 3 bis 5 Mal in der Woche Fisch zu essen, kann man aus ethischen, aus Gründen der Nachhaltigkeit und aus umwelttoxikologischen Gründen heute nicht mehr empfehlen. Ich empfehle maximal 1 bis 2 Mal Fisch in der Woche und Fisch am Ende der Nahrungskette wie Thunfisch, Schwertfisch, Hai maximal 1 Mal im Monat, am besten sogar gar nicht. Das ist einfach gar nicht mehr zu rechtfertigen. Dann muss man als Alternative eben auf gute Ersatzpräparate umsteigen. Zum Beispiel Fischöl. Wenn das ein sehr gutes Fischöl ist mit der hohen Qualität, dann ist das mehrfach destilliert und dann sind wirklich alle Schadstoffe, Schwermetalle, aber auch fettlösliche Toxine rausgefiltert. Die sind quasi nicht mehr nachweisbar. Habe ich einige auch mit Histaminintoleranz. Sollte man eigentlich auch nicht reagieren, weil es ist ja nur Fett. Es ist ja wirklich nur Fettsäure und auf die sollte man eben, man reagiert mit Histamin, das ist ja eine Aminosäure, reagiert man eben nicht, wenn da nur Fettsäure drin ist und eben kein Histamin, das ist histaminfrei, da muss man sich in der Regel keine Sorgen machen.